Jo, wir schieben so ein bisschen Frust. Also ich habe ein bisschen Frust auf Supercell, muss ich leider mal so sagen. Auch wenn ich das jetzt gerade so ein bisschen. Oh, wartet. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das haben. Da ist er. Ganz verkehrt. Auch wenn ich das Ganze ein bisschen belächle, aber jetzt habe ich es raus, Supercell, was ihr mit den 200 Punkten eigentlich uns angetan habt. Ihr habt uns nämlich so blöde Spiele hier gegeben, ne? So Challenges, ne? Die habe ich noch nicht einmal geschafft hier. Unglaublich. Und das ist eine Frechheit. 50 im Dunkeldorf. Leute, 50 Sterne hier im Dunkeldorf, das macht depressiv, kann ich euch sagen. Das macht mich depressiv, ehrlich. Ah, Mann, 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 haben wir gestern Abend schon drüber gesprochen. Würde mich freuen, wenn ihr heute Abend auch wieder dabei seid, wenn wir ein bisschen live mit dem Thorsten fehlen. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, erstmal willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und um meinen Frust gleich so ein bisschen loszuwerden, mache ich auch mit euch zwei Angriffe. Soll auch kein langes Video werden, denn meine Zeit ist heute wirklich, wirklich begrenzt. Aber vielleicht habe ich ja Urlaub. Vielleicht habe ich ja Urlaub. Das ist noch gar nicht ganz raus. Genehmigt ist er zwar, aber wir haben im Moment auch leicht erhöhten Krankenstand. Und da ich nicht wegfahre, habe ich das auf jeden Fall angeboten. Falls es brennt, könnt ihr mich rufen. Ein Stern. Oh, das ist. Okay. Okay, jetzt könnte man natürlich auch mal Angriffe machen, wo man zwei Sterne macht. Aber sind wir mal ehrlich, das ist. Ah, ich weiß. Man kann seinen Fuß natürlich auch ganz, ganz schnell abbauen, indem man genau so ein Spiel ganz, ganz schnell macht. Das dauert sowieso mindestens 6 Tage, weil du immer nur einen Zähler bekommst, wenn du im Clankrieg auch gewinnst. Und das hier, da muss ich mal gucken, dass ich da nur die passenden Dörfer mitnehme, die das Rathaus so ein bisschen am Rand haben und überrenne das einfach mit irgendwas, damit auch diese Challenge hier für 100 Punkte reingehen. Aber so wirklich viel habe ich jetzt auch noch tatsächlich noch nicht geschafft. Es wären sogar noch 200 Punkte weniger, wenn man die nicht bekommen hätte. Okay, wir gehen rein in die Suche, obwohl das auch doof ist in die Suche. Ich würde ja lieber direkt was finden mit euch. Im Livestream müsst ihr das auch immer tragen. So einer ist ganz gut, das war jetzt der dritte Klick. Das können wir so gelten lassen. Okay, gegen Single Inferno. Zwar nicht ganz mein Ding, aber übe ich immer mal wieder. Und ich habe am Royal Champion den Digi equipped. Wollte eigentlich den Frosty noch woanders mitnehmen. Ich kann mir Frosty auch ganz gut vorstellen hinterm Warden. Und deswegen. Ah, okay, die Kanone hätte ich gar nicht machen brauchen. Die wäre viel wichtiger gewesen hier. Deswegen wollte ich da auf jeden Fall nochmal umequippen. So, dann friesen wir den mal eben. Soll es jetzt aber schon auf den Inferno gehen, ne? Okay, dann machen wir so unsichtbar. Dann haben wir auch Ruhe vorm King. So, nächster Mauerbrecher geht nach da unten rein. Okay. Ich wollte eigentlich den Warden noch geholt haben. Der ist schon besser gesetzt, der Mauerbrecher. Aber hier ballert es natürlich auch ganz gut. Aber das. Ja, jetzt geht's. Okay. Jetzt geht es perfekt. Sehr schön. Da können wir jetzt hier gleich reingehen. Ich hätte auch mal einen Headhunter. Hätte auch mal. Ja, hätte, hätte. Ich hätte auch mal einen Headhunter spielen können. Ja. Kann man ja mal machen. Muss man aber nicht. Okay. So, mal sehen, wo wir den Digi gleich hier mit reinsetzen. Hier nehmen wir mal zwei Hunter. Oh, meine Queen verlässt uns. Ah, das ist doof. Queen bleibt bei uns. Ah, gerade noch so geschafft. Okay. Dann nehmen wir mal von hier den Royal Champion mit rein, mit Digi. Sehr schön. Wo haben wir hier noch Truppen da? Oh, jetzt haben wir hier noch einen Monolithen. Den müssen wir kurz mal am Gifttopf hier giften. Und Digi. Oh, guckt euch das an. Der Digi, der tankt ja so geil. So gut. Der tankt so gut hier. Und der ist nur auf Level 1, ne? Der ist nur auf Level 1, aber der macht das echt spitze. Aber der Monolith feuert jetzt schon. Okay. Und die Queen geht jetzt. Oh ja. Ja, okay. Die ging jetzt gerade aufs Rathaus. Ist auch in Ordnung.
Allerdings tut uns der Monolith jetzt ziemlich weh. Vor allen Dingen meinen Worten. Ja, wir haben den Loot bekommen, ne? Rathaus ist jetzt nicht so tragisch gewesen. Okay, und ich kriege vor allen Dingen nur einen Stern, das ist auch gut. Obwohl da noch ganz schön viele Miner am Start sind. Die Queen, ihr seht das selber. Man erkennt das ja schon an dem Strahl. Aber der Monolith wird jetzt nochmal angegriffen. Aber man erkennt das eigentlich schon an dem Strahl, dass er eine andere Farbe hat auf Truppen, die viele Trefferpunkte haben, wie die Queen, als auf so kleine Skelette. Okay, bauen wir aber nochmal nach. Ist ja so ein bisschen so meine Farmarmee. Und ich gebe mir mal selber jetzt hier eine Truppe. Wir nehmen was anderes mit in den Clankrieg. Und zwar brauchen wir einen Blitz. Zwei davon. Ihr wisst schon, was ich für eine Taktik mache, ne? Ihr wisst schon, was ich für eine Taktik am Start habe. Die Failover-Taktik. So, ein Bowler da noch mit rein. Gut. Kaufen wir mal eben. Die Failover-Taktik, die ich letztes Mal so gut wie gar nicht konnte. Ich mache das jetzt aber ganz, ganz bewusst auf einen, Gegner, der nicht ganz so stark ist. Aber kein Dip. So, ich wollte Frosty eigentlich einsetzen. Jetzt lass mal gerade überlegen. Wir nehmen Frosty, glaube ich, mal am Warden. Der ist immerhin schon 2. Und ja, das Heiler, das Pony lassen wir mal da. Wir können jetzt schon so ein kleines bisschen variieren. Okay, wir gehen rein. Here we go. Das Dörfchen habe ich mir auch gesucht. Ist ein 15er ohne Monolith, aber schon mit den Zaubertöpfen. Und weil hier hinten lassen sich so richtig schön die Scattershots hier wegballern. Okay, ich habe dann noch ein Single Inferno im Backend hinter oder vor mir, je nachdem von welcher Seite man eigentlich kommt. Und das ist eigentlich bei dieser Base auch egal, weil das eine Base ist, die beidseitig gleich ist. Also wenn man hier in der Mitte jetzt einen Strich macht, dann ist das synchron rechts und links. Und dann würde ich fast sagen, wir gehen den Adler dann eher entgegen. Dann haben wir die Clanburg auch ein bisschen eher. Aber wir haben halt die Scatter nicht mehr. Okay, wir gehen rein hier. Und habe ich. Okay. ist ja so eine Taktik, die ich nicht so gut kann, ne? Aber wir gehen auf ganz Nummer sicher. Einen da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, der bleibt wieder stehen da. Ach, ich kotze. Okay, wir geben denen noch einen drauf. Ach, wieso? Ich nehme die schon voll mit rein hier, weißt du? Voll auf den Scatter. Okay, jetzt haben wir den Scatter doch da. Das ist ja ärgerlich, aber es macht nichts. Alles klar. Okay, here we go. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Einmal da, einmal da, einmal da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt haben wir doch den Scattershot dort. Ist natürlich sehr ärgerlich, aber was willst du machen? Da müssen wir jetzt durch. Und wir nehmen hier außen den Kollegen. Nehmen das zweimal rein. Ja. Das steht schon vor. Wir haben auch nur Boden. Wir haben auch nur Boden. Bodentruppen in der Clanburg. Okay. Noch sieht es ganz gut aus. Sollten 2 Sterne werden, aber dass der Scatter da hinten, weißt du, und der wird auch wieder hochgedingst da. Oh, das ärgert mich schon wieder. Echt. Das ärgert mich schon wieder maßlos. Naja, aber 2 Sterne werden es, ne? Würde ich mal so sagen. Denke ich mal. Queen können wir noch zünden. Mein Warden ist auch noch da. Jetzt kommt die Verlangsamung da noch mit rein. Die ist jetzt gleich weg. Jetzt kommt der Gift da noch mit rein. Hier haben wir noch Hexen. Okay. Da hinten der Zauberturm wird gleich nochmal aufladen, denke ich mal. Aber das vermeintlich nicht so starke Dorf haben wir wieder mal unterschätzt. Das ist ja ärgerlich. Ich wollte eigentlich gerne mal 3 Sterne holen. Aber mal sehen, vielleicht sehen wir heute Abend ja ein paar 3 Sterner. Wir gehen auf jeden Fall wieder rein in den Livestream, wenn der neue Clankrieg startet, beziehungsweise der alte ausläuft. Aber 72% ist für mich Prost. Ach. Müssen wir trainieren. Die andere Strategie da mit dem Blimp und so, das nehme ich euch gar nicht auf, denn das ist noch mehr Frust. Okay. Ja, ich wollte ein bisschen was live mit euch machen und meinen Frust ein bisschen abbauen. Also live failen hier. Hier geht's auch super weiter. Ich habe jetzt 2 Bauarbeiter frei und wollte eigentlich gestern Abend gefragt haben,
Kostet der Spell Tower Gold oder Elex? Wir haben gestern Abend alle Elex gesagt. Nein, er kostet Gold. Okay, da muss ich dann überlegen, was wir machen. Was wir vor allen Dingen mit dem Elex machen, weil das kriegen wir im Moment eher nicht weg. Und ja, müssen wir mal schauen. Alles klar, das ist gewesen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß weiterhin in der Liga. Habt viel Spaß in der Clanstadt. Und dann sehen wir uns in alter Frische, denke ich mal, heute Abend. Ciao, ciao, euer Toto Clashed.